Meister Stirnrunzel, das war das Gegenteil von nett. Ich werde jetzt etwas tun, was ich noch nie vorher getan habe. Ich werde Sie jetzt bitten, zu gehen! Ich bitte Sie. Na gut, hab verstanden. Da ist der Ausgang. Ich finde alleine raus. Aber erst nehme ich mir das hier. Ja! Mein Wunsch! Hey, Sie können das nicht mitnehmen! Das sehe ich anders. Husch! Brocken, los, wir gehen! Happy Birthday! Nein! Danke für gar nichts, ihr Verlierer. Bis später. Oh Mann. Jetzt kann ich mir nichts mehr zum Geburtstag wünschen. Mein Wunsch war so süß und glänzend und... Und gib deinen Wunsch noch nicht auf, kleiner Bruder. Jeder kann sich etwas zum Geburtstag wünschen. Altes Geburtstagsgesetz. Wirklich? Ja, wirklich. Wir werden Meister Stirnrunzel folgen und den Wunsch zurückbekommen. Aber Einhorn Kitty, er ist wahrscheinlich bereits wieder in Runzelstadt. Runzelstadt? Ja, Runzelstadt. Der deprimierendste Ort auf der Welt. Es wird dort sicherlich fürchterlich trostlos sein. Also habe ich eure Fahrzeuge etwas umgebaut. Aber nur für den Notfall. Danke, Dr. Füchsin. Schnall dich an, kleiner Bruder. Wir müssen eine Kerze retten. Brocken, es ist soweit. Halt die Kerze, ich werde mir jetzt etwas wünschen. Das würde ich ja, aber ich wasche doch gerade dein Geschirr ab. Ich bin Meister Stirnrunzel, ich will dir doch nicht wischen, sondern etwas wünschen. Du bist doch mit dem Abwasch dran. Ich wollte mir gerade Tortellinis machen. Hier ist kein sauberes Geschirr, auch keine Töpfe. Also, wie soll ich bitte Wasser kochen? Hilf mir beim Wünschen, dann mache ich den Topf sauber. Vergiss es, Mann, entferne erstmal die Käse-Makaroni von neulich. Das waren leckere Käse-Makaroni. Ja, die waren gut, aber jetzt machst du den Topf sauber. Gut, ein Topf, dann äußere ich meinen Wunsch. Abgemacht. Was für ein schrecklicher Ort. Ja, alle essen allein. Hängen im Stau fest. Gehen allein ins Kino. Alle haben schlechte Laune. Ich nicht. Ich muss die ganze Zeit an meinen Wunsch denken. Der wird nämlich so krass. Ich werde mir ein brandneues... Super Idee. Denk an deinen Wunsch, aber behalt ihn für dich. Genau. Geheimer Wunsch. Ich kann Meister Stirnrunzel nirgendwo sehen. Sieh nur, eine Karte. Sehr gut. Hey, stellen Sie sich an! Man muss sich für eine Karte anstellen? In Runzelstadt muss man sich für alles anstellen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, schneller dran zu kommen? Ihr steht zum ersten Mal in einer Schlange? Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Es war vor ungefähr 55 Jahren. Hier war alles absolut Weltspitze. Aber dann ging es rapide abwärts wegen der langen Schlangen. Ja, das ist sehr interessant, aber... Ich sag euch, was interessant ist. Wusstet ihr, dass man durchschnittlich 10 Jahre seines Lebens damit verbringt, in einer Schlange zu stehen? Können wir bitte gehen? Ich will nicht unhöflich sein. Auch ihr werdet eines Tages Schlange stehen. Und dann werdet ihr alt. Und verliert all eure Freunde, weil sie auch alt sind und selbst den ganzen Tag in Schlangen stehen müssen. Entschuldigen Sie, mein Herr, es tut mir sehr leid, dass Ihr Leben so verlaufen ist, aber ich muss Sie leider höflich unterbrechen. Komm jetzt, Einhornhündchen. Anstellen! Schwesterherz, dieser Ort hier zieht einen echt runter. Ich glaube nicht mehr, dass wir meine Kerze finden. Vielleicht sollten wir einfach umkehren. Und zulassen, dass mein Kumpel keinen Geburtstagswunsch hat? Niemals. Ich habe dir versprochen, dass du deinen Wunsch bekommst und dazu stehe ich. Weißt du noch, wie toll er war? So toll. Ich schwöre dir, kleiner Bruder, ich werde jeden Zentimeter dieses deprimierenden Ortes durchkämmen, um diese Kerze zu finden. Auch wenn wir vielleicht hier übernachten müssen. Sieh mal, das Auto von Meister Stirnrunzel. Au. Oh. Entschuldigen Sie, Meister Stirnrunzel? Hallo?